So, da sind wir wieder. Während der Timer läuft, kann ich ja nochmal die Tabelle einwinken. So, dass wir uns im letzten Spiel nochmal ordnungsgemäß hier für euch nochmal zeigen. So, Tabelle. So, wir haben jetzt gerade die Waza Hoods, die gerade auf erster Position haben, ihr erstes Spiel gewonnen, was sie gemacht haben. Und wir haben das FG-Team 05, die bisher noch kein Spiel gemacht haben. Spielen und Mr. G. Ich bin gespannt, was sie uns hier zeigen. Aber ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist links gegen rechts, habe ich gesehen. Ja, ich sehe es auch gerade, ja. Es könnte Fluch oder Segen sein, ne? Ja, was? Mr. G geht ja auf jeden Fall auf Schützen. Geht schon mal auf Erkundung. Mhm. Wie gesagt, die Regeln der Tour-Regeln gleichen sich fast an wie an die schwere Regeln, die wir haben in der Liga. Der einzige Unterschied ist, sie dürfen den Bauhof halt nicht vor Minute 10 rausfahren lassen. Ja, sie können die Baustelle starten, aber erst wenn der CD durch ist, also alle Explosionen durch sind, dürfen sie den Bauhof rausfahren lassen. Ja, das ist so die einzige Regel, die sie hier vorbelegt bekommen, dass sozusagen schnellere Spieler, so gerade wie unser Master Kane oder Schlag im Nacken, je nach 10 Minuten nicht schon die halbe Karte im Beschlag genommen haben. Bin gespannt. Oder wie vorhin Insta bei meinem Spiel. Ja. Hier wäre echt flinke Finger. Ja, so, hier pinkt der Schlag im Nacken. In Orange der Master Kane. Zwei-Raff-Strategie haben sie beide. Der Freedom in Blau auch eine Zwei-Raff-Strategie. Und hier bei Mr. G hat eine Ein-Raff-Strategie. Ja, ich bin gespannt. Mr. G will mit Schützen die Brücke kaputt machen. Ja. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Hallo Reaper, schön, dass du da bist. Ja, kann er glaube ich lange schießen, bis die Brücke kaputt geht. Also das ist hier, ja. Ich habe es auch schon mal probiert. Ich habe 10 Minuten drauf geschossen mit 30, 40 Schützen. Ja, funktioniert gar nichts. Ja gut, das sind halt solche ausprobierte Taktiken, muss man mal machen. Ja klar, du musst dich halt mal ausprobieren. Von daher. Ja, schauen wir mal. Na, jetzt kommen mal die Rockets, die werden machen. Ja. Den funktioniert es auf jeden Fall. Ja. Ja, die Team Brotherhood of Not geht auf jeden Fall die Zweier-Raff-Strategie. Ich glaube, ja, die ist ja. Ich guck gleich wieder hin. Ich darf noch was am gucken. So. Ich wurde nämlich gerade gefragt, was für morgen Regeln sind bei der Tour vs. Tourliga. Ach, bei dem Blitzturnier. Beim Blitzturnier wird es morgen so sein. Dadurch, dass es ein Blitzturnier ist, wird dementsprechend auch eine verkürzte Spielzeit sein. Das heißt, sie haben morgen keine 60 Minuten, sondern sie haben bloß 30 Minuten. Und der CD ist von 10 Minuten auf 5 Minuten verkürzt. Ja. Das Spezielle an der ganzen Sache ist, sobald die 30 Minuten rum sind, müssen sie alles verkaufen und müssen dann sozusagen Einheit gegen Einheit machen, bis es eine Liga gibt. Eigentlich sind unsere Karten hochgeladen, aber ich weiß nicht, ob sie bisher online sind. Ich weiß nicht, ob Marc da schon neue Infos hat. Also Stand von heute Mittag war noch nichts da. Hm. Nur 2 Stück sind hochgeladen worden, die haben es irgendwie geschafft. Ja. Ja, und das ist halt ein Problem für morgen, weil so wäre der Autoverkauf wäre halt automatisch und die Spieler müssen es halt nicht machen. Ne? Das ist halt sehr ärgerlich, dass es da gerade wieder Probleme gibt bei dem Server, wo die Karten hochgeladen wird. Dass wir heute morgen das leider nicht so professionell eigentlich zeigen können, wie wir es vorhatten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Leider ist so, aber wir haben das Problem schon mal gehabt und irgendwann funktioniert es auf einmal wieder. Aber wann und wie lange das dauert da? Ja. Ist halt schwierig. Ich würde mich halt freuen, wenn morgen Mittag noch eine Nachricht kommt, die Karten sind da, aber. Die Hoffnung schwindet. So, der Mr. G hat jetzt mittlerweile 4 Sammler in seiner Base. Der Schlag im Nacken ist ja auch schon fleißig am Bauen. Wow! 2, 4, 6, 7 Sammler. Und Kane ist ein bisschen hinterher mit 4 Sammlern. Okay.
Ist der mit dem Bauch rübergefahren? Ja! Ja. Er ist mit dem Bauch rübergefahren. Das ist mutig, ja. Das ist wirklich eine mutige Strategie. 5 Minuten vor CD-Ende. Ja, stark. Aber dafür hat Freedom leider auch noch keine Gegenwehr oder keine Panzer, die er irgendwie gebaut hat. Finde ich stark, also. Jetzt baut er erst die Panzer. Ja. Er hat auch nur eine Waffenfabrik. Brotherhood ist Schlag im Nacken und Kane. Das steht aber auch hier rechts in der Dings. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob Schlag im Nacken Bauhof gefunden hat, weil er hat jetzt 2. Ja. Oder ob es eine Attrappe ist. Ja, ich habe gerade eine Frage. Könnt ihr was zu Vor- oder Nachteilen der 2-Rach-Strategie sagen? Ja. Vorteil daran ist, du kriegst halt dadurch schneller Geld rein, weil du halt mit 2 Raffs sofort, wenn du sie nacheinander baust, 2 Sammler hast, baust du ja dann den 3. Sammler, hast du 3. Nachteil ist, dass du die Waffenfabrik viel später baust, dementsprechend baust du auch den 2. Bau viel später. Ja, das kommt aber immer drauf an, ob es im Endeffekt ein Fluch oder ein Segen ist. Das hängt auch immer von der Spielweise ab, desjenigen. Einige machen das hier beim 2 vs. 2, bietet sich das sowieso an, weil der 2. Bauhof eher ab Minute 10 erst gebaut werden darf. Ja. Von daher kann man hier auch auf eine 2-Raff-Strategie komplett gehen, weil das einfach mal nicht das Problem darstellt. 1 vs. 1 ist ein bisschen schwieriger. Kane fährt jetzt mit dem Bauhof wieder nach rechts. Und Freedom fährt ja, Freedom will hier oben gerade rein. Oh, er verliert gerade seinen Bauhof. Da muss aber aufpassen, so. Ich vermute mal, Kane wird damit nicht gerechnet haben. Freedom wird nicht damit gerechnet haben, dass der Kane hier steht. Das ist jetzt ein Problem, weil er steht jetzt direkt hier in der Basis drin, ne? Was passiert eigentlich, wenn man durch eine Kiste ein MBF findet? Darf man ihn aufklappen? Ja. Also wenn... Ja, da hast du halt einen richtigen Vorteil. Ja, wenn du hier... Aber es ist sehr selten. Ja, es ist halt sehr selten, weil du eigentlich, wenn du Gebäude gebaut hast, ja eigentlich, ja, die Wahrscheinlichkeit, sag ich mal, sehr gering ist. Aber in der 2 war das 2 so, wir hatten das, glaube ich, auch schon. Du hattest das ja auch schon in einem Ligaspiel. Natürlich kannst du diesen dann nutzen und aufklappen. Das stellt keine Probleme dar. So, ich glaub, der Bauhof da oben lebt nicht lang. Nee, ich glaube auch nicht. Der lebt auch nicht lange. Den müsst ihr viel höher stellen. Ja, es wird halt schwierig. Also Schlag im Nacken, denke ich mal, wird hier schnell rübergehen. Die Brücken sind zerstört, da kommt dann nicht rüber, die sind kaputt. Hier hat er BMTs. Ich staune halt, dass Kane kann ihm halt nicht weiter expandieren, ne? Weil es einfach mal die Gefahr ist, dass er hier halt voll eins drauf kriegt. Ja. Dass er da drüben noch nicht weiter expandiert hat, weil er sammelt hier gerade nur die Felder ab, die er hier ringsrum hat. Und sobald die weg sind, ja. Schicht im Schacht. Weg ist weg. Ja, aber ich denke halt mal, dadurch die Geschichte mit dem Bauhof hin und her fahren, da ist auch ordentlich Zeit drauf. Ja. Das hat ordentlich Zeit halt drauf gegangen. Aber wie gesagt, der Bauhof hier, finde ich, der steht sehr gefährlich. Den hätte ich schon längst nach oben gestellt. Oh, was haben wir hier? Eine Tanja. Die wird beschossen. Noch eine Tanja. Merkt's nicht. BMT. Ja, die fahren. Ich habe fast die Vermutung, dass die durchfahren. Oder die wollen durchfahren. Uiuiui. Das ist ganz schön Feuer in der Bude. Also das Super-Team hat wahrscheinlich wieder eine ganze Menge Spaß, das Ganze hier zu prüfen. Und da fahren halt die BMTs über die ganze Karte. Mich würde es nicht wundern, wenn da Tanjas drin sind. Ich denke, da sind auch Tanjas drin. Naja, ich denke auch, die werden hier reingehen. So, erste CD ist rum. Zweite Schlag. Dritte. Na, ich bin gespannt. Was passiert?
Tanja Action überall gleich, alles gleichzeitig passiert. Jetzt muss ja, da kommt sie. Tanjas kommen raus, ja. Da kommt sie. Die werden so raus. Die werden so rausgenommen. Oh, ist das böse. Ist das böse. Ach, du Heilige. Ich bleib mal auf der Tanja-Action drauf, weil wir sowas nicht so oft sehen. Er nimmt ihm einfach komplett die ganze Basis raus. Ja. Alter. Er merkt's gar nicht, jetzt ist wahrscheinlich nee. Er merkt's gerade. Zum Glück hat er hier oben noch den Bauhof. Aber da will jetzt Kane auch drauf. Kane macht ihn jetzt platt. Ja. Ja, der nimmt ihn jetzt komplett raus. Komplett weg. Ah, ja. Das ist schon heftig, also. Ja, das ist halt wirklich das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Das der Schwierigkeitsgrad. Ja, Stärkeverhältnis ist einfach nicht gegeben. Aber gut, in der Season spielen wir das jetzt so durch und in der nächsten Season von 2 vs. 2 müssen wir uns mal was einfallen lassen. Jetzt kannst du unten gucken. Unten geht's gleich weiter. Ja, da kommt die nächste Tanja. Oh, die kriegt er nicht weg. Rechtszentrum raus. Ja. Ja, clever gemacht. Einfach clever gemacht. Komplett raus. Ja. Ah, oh, ist das böse. Ja. Tanja ist beide tot. Naja, aber er hat keine Waffen. Ach, er hat einen Bauf. Und oben stehen noch Panzer, ne? Aber Kane fällt jetzt runter. Na, jetzt Schlag im Nacken wird jetzt auch gleich angreift. Ja, die müssen jetzt hier unten zusehen, dass sie das jetzt verteidigt kriegen hier. Wir haben beide noch Panzer. Mr. G und Fidem. Und das wird böse. Der Bauhof steht da oben direkt. Ja. Ja, der ist auch gleich kaputt. Ja. Mann. Heftig, heftig, heftig. Also, dass wir. Also, ich habe mit vielen gerechnet, ne? Aber nicht, dass wir solch eine Tanja-Action sehen. Ey, hier fährt immer noch ein Bauhof. Hat aber nicht damit gerechnet. Alter, wenn er nicht aufpasst, zerstört er sich den Bauhof. Also, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir so eine Tanja-Action sehen. Freedom hat sich echt komplett rausgenommen worden. Heftig. Ja, ja. Jetzt sind noch ein paar Schiffe von Mr. G da. Hallo, ich Beilo, vielen, vielen Dank dir auch, ne? Ja. Vor allem, die sind auch die Mitte komplett umgangen, ne? Hier ist gar nichts passiert. Ja. Hier rechts baut sich Schlag im Nacken nochmal eine Base auf. Aber du merkst schon, Kane hier, der konnte nicht so richtig expandieren, ne? Du merkst jetzt auch, dass das Geld nicht mehr so hat. Ja, Ober ist weg und ja. Aber es hat gerade so noch gereicht, dass er hier wirklich den Angriff machen konnte, ne? Und wäre Schlag im Nacken mit den Tanjas nicht durchgekommen, wäre ich der Meinung, hätte es ganz anders ausgesehen. Ja. Er hat Glück gehabt, dass die Tanjas funktioniert haben. Ja, also war das jetzt nur Master Canvas, die anderen beiden? Nee, weil die. Tanjas kam vom Schlag im Nacken. Er hat mit den BMTs außen rum gefahren. Clever auch gemacht. Das kannst du auch schwierig verteidigen. Ne? Ist aber klar, wenn du die ganze Karte hast und die ist da kommen BMTs, dann weißt du schon, was los ist. Ne? Dann muss ich mich dementsprechend auch verteidigen können. Da langt halt auch nicht, wenn man einen Geschützturm hinstellt. Oder nee, nee. Und, oh, Kreuzer. Kreuzer. Unsere Lieblingseinheit. Ja. Unsere Lieblingseinheit. Hallo, Wapantier, ja. Schön, dass du da bist. Auch wenn wir gleich heute schon zum Ende kommen. Wir sehen, die Live-Lab-Eck ist schon leer, wir noch keine Folge gespielt mehr haben. Freedom ist raus. Der ist komplett rausgenommen worden, ja. Jetzt haben wir hier sozusagen die letzten Truppen noch. Hier unten haben sie ja die Brücke
frei gemacht. Aber es sind halt Kreuzer, ne? Master Kane ist wirklich da im Geldnot. Ja, ja, du merkst halt wirklich. Wer Schlag mit den Dings nicht gekommen, weiß ich nicht. Natürlich hat er genug produziert und hat jetzt auch mittlerweile eine übelste Panzermacht, ne? Aber es ist schon, merkst jetzt schon, dass das Spiel eigentlich von Schlag und Macken entschieden worden ist, ne? Aber ich denke mal wirklich, die Doppelraff-Strategie hat schon was gebracht. Ja, ja, die Doppelraff ist. Ja, es ist halt sinnvoll, ne? Weil du, wie gesagt, du brauchst die Werkstatt nicht so früh. Du kannst Doppelraff spielen, kannst du dreifach Raff spielen. Gerade hier, wo du dich da so rumbauen kannst, so wie Schlag es gemacht hat, ne? Es ist einfach wunderbar. Und gerade die Karte lädt ja dafür ein, dass du solche Strategien auch spielen kannst, ne? Ah, weil halt keinen Bauhof bauen kann, ich muss halt die Economy halt machen. Gucke, dass halt wirklich viele Raffs baust, dann halt die Waffenfabriken, dass die eigentlich dann rund um die Uhr laufen. Und wenn dann 9 Minuten 30 oder so, der Bauhof braucht 28 Sekunden, dann da halt dann anfange ich mal zu bauen. Also mir vor der ersten kürzere Wege. Der kürzere Wege kommt darauf an, wo du die Raffs hinbaust. Wenn du natürlich an zwei verschiedene Feldern baust, hast du irgendwann auch die kürzeren Wege nicht mehr. Die nerven sich beim Abgeben, ja. Aber nur so lange, bis du nicht zu viele Sammler nachbaust, so wie Schlag am Nacken gemacht hat. So. Match abgeschlossen. Diese mal hoch. Ja. Gefechtsführung beendet. Kombiniert. Moin. Sag mal, hallo. Sag mal, Schlag, Schlag, willst du nicht eigentlich irgendwann das auch alleine spielen? Das wurde ich auch schon gefragt, ne? Challenge hier. Weil im Endeffekt, du hast das Spiel alleine entschieden. Anja muss, ja, ne? Also ich habe auch was beigetragen. Naja, aber du hast nicht so den gravierenden Schlag gemacht wie Schlag im Nacken, das gemacht, an dem wir auch zwei Spieler. Ich weiß ja schon, dass ihr da oben, da drüben war. Ja, aber trotzdem, Schlag im Nacken hat einfach eine komplette Base rausgenommen, unten auch, was dafür gesorgt hat, dass sie verkauft haben. Was aber daran liegt, dass ich die Tanjas komplett ignoriert habe, obwohl ich sie gesehen habe. Ja. Oh, du hast sie dann noch gesehen, ja. Geil. Ich habe deine BMTs gesehen, aber es war mir scheißegal in dem Moment. Ja. Das sag ich ehrlich, was ist. Ja, es ist wahr. Wenn der Gelbe kassiert. Nein, das kann sein, dass ich eine Gelbe kassiert habe. Mir sind letztendlich bewusst, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob mein BMT den Schützen, der da irgendwie in der Nähe stand, irgendwie wegen Autoshot, ob das eine Gelbe ist. Ich hab's nicht gesehen. Nein, ich denke mal nicht, dass du ein Feuer gesehen hast, oder? Also dürfte es keine Gelbe sein. Das hat sich in dem Moment kam dann gerade die volle Sicht. Ich weiß nicht, ob das dann noch. Ja. Das keine ist so Ahnung. Genauso wie mit dem Schützen von dir oder Master Kane, der da oben links bei mir war, wo ich meine Panzer hingeschickt hatte, weil ich nicht wusste, wo Kane seine Panzer hingeschickt hat. Da war ich mir auch gar nicht sicher, ob ich da auch den Gelbe gemacht habe, wegen Kanonentürmen und so. Naja, die Prüfer werden viel Spaß haben. Also wir haben auch einiges gesehen, wo wir gesagt haben, okay, das wissen wir jetzt nicht genau. Weil wir immer nur dahin geschwenkt haben. Ich war ziemlich unschlüssig. Weil wir nur dahin geschwenkt haben und nur noch sozusagen die Reste gesehen haben, ich gesagt, oh ja, okay. Nee, es war, ja, also Schlag im Nacken hat uns, als wir die BMTs gesehen haben, dachten wir schon, okay, da kommt Tanjas. Die kam auch. Und ja, schade, dass er das so schnell beendet hat. Ich habe auch was gelbe Karte. Ich vergessen. Naja, Kane, okay, du hast dich zwar da oben drüber hingestellt, ja, aber im Endeffekt haben sie sich da trotzdem sehr schnell rausgenommen. Und hätte er die Tanjas nicht gehabt, dann würde auch noch ein Füder mit seiner Basis da stehen, die nur durch die Tanjas rausgenommen worden ist. Und du hattest nachher auch die übelsten, sag ich mal, Geldprobleme nachher, weil du halt nicht mehr expandiert hast, ja. Weil ich nach drüben gegangen bin und. Ja. Du hast dich zwar dahingestellt, ja. Aber die haben es ja geschafft, dich da rauszunehmen. Jo. Deswegen war die Ablenkung so an sich nicht verkehrt, aber Schlag im Nacken hat einfach den Messerstich gemacht. Und ja, Schlag. In der nächsten Two vs. Two Liga Spitze alleine. So. Mir selber, ja, so ein Schattenspiel. Ja, ich hoffe, ihr hattet dennoch ein bisschen Spaß bei diesem Spiel.
Ja, ich fand's gut, dass wir zumindest auf jeder auf so einer Seite gespawnt sind, dass Ja, jeder ja. so nicht so durchquer war und im Prinzip konnte man sich gegenseitig gut unterstützen. Ja. Haben sie auch gut gemacht, die haben da oben ja sich da positioniert. Ich habe mir schon gedacht, okay, die sind jetzt ein bisschen abgelenkt durch Kane und ja, mit den Tanjas, das musste ich einfach nutzen, weil die Brücken waren dicht. Ich konnte unten, dachte ich mir, der wird da gleich irgendwelche Schiffe platzieren. Dann wird es ein Ja. bisschen schwierig. Ich hatte keinen Bock durch die Mitte. Dann musste ich ganz außen rumfahren. Ja, du hättest aber theoretisch Ich auch habe mich durch die mal da drüben Mitte. gepflanzt und eine schöne Ablenkung gemacht. Das hat gut Hättest funktioniert. aber auch durch die Mitte fahren können, weil so schnell sind die Mammutpanzer dann auch nicht. Ja. Ja, wenn man ganz an den Mauern entlang fährt, an der Küsten da, Ja. dann geht das einigermaßen, ja, wenn Ja. man nicht zu viel auf einmal steuert. Also ich Das muss sagen, ich stimmt. habe immer noch dieses Hardcore-Problem mit diesen 2 gegen 2 Regeln. Ja, daran müsst ihr euch leider gewöhnen. Ja, nee, aber da habe ich so noch meine Hardcore-Probleme, also. Da komme ich noch nicht dran. Ja. Was? Schlag, deine Sicht kam Minute 9 ungefähr. Den Schützen hast du gesehen. Ich habe es gerade nachgeguckt. Ja, das war so im Blick, weißt du, ich war so am Hin und Her scrollen. Ich so, Kacke, war das jetzt ein bewusstes Angreifen? Wir werden sehen, ob es euch genauso erwischt wie die Leuchttürme oder nicht. Wir werden es wahrscheinlich spätestens morgen erfahren, wenn die Spiele geprüft sind. Aber das Wichtige ist, die Action war da. Man Ja, hat viel Spannung gehabt. Und das ist wichtiger als alle viel gelbe Spannung Karten. bei 17 Minuten. Naja, es war sehr interessant, dass du mit dem Baufreedom da hochgefahren bist. Du hast wahrscheinlich noch nicht gesehen, dass keiner ist. Wir dachten, okay. Aber er hat konsequent durchgezogen. Er hat es Ja, nicht er hat hochgeschoben. sich einfach da reingestellt, ne? Ja, ich dachte mir sowieso, das Game ist sowieso von vornherein gelostet, weil ich bin ganz ehrlich, ich sehe ehrlich gesagt keinen Stich gegen 2 Erstligisten. Ja, ist richtig. Also habe ich mir gesagt, gut, machst halt Ja, danke, so war gut. fresh wie möglich zu sein, also einfach reinsetzen, Ja. Waffenfabrikseite bauen, Panzer dort raus und gucken, was kommt. Richtig, und das war wahrscheinlich auch der richtige Weg, um nach oben überhaupt Stand denn zu halten. Ja, ansonsten hat Kane sich da richtig breit gemacht. Aber wäre es noch schwieriger gewesen. Ne? Gut, ich bedanke mich aber fürs Spiel. Ich werde mich jetzt leider mal von den Zuschauern verabschieden und dann hören wir uns gleich nochmal, ne? Alles klar, mein Lieber. Ja. Ich sag gute Nacht. Gute So, Nacht, Gott sei Marc. Dank. Gute Nacht, Gute Nacht und Marc. schlaf schön.